Tokio. Ich bin Philipp, euer Team Deutschland-Fanreporter und mir geht's wie euch. Ich bin voller Vorfreude, denn es geht endlich wieder los. Die Olympischen Spiele 2021 in Tokio. Das heißt Sushi, Sake, Sayonara, Tokio 2021. Wenn ihr wissen wollt, was ich alles für euch vorbereitet habe, dann guckt's euch an auf den Kanälen von Team Deutschland. Ich bin hier bei einem Stopp der Einkleidung in Köln und es sind eine ganze Menge Athletinnen und Athleten hier. Also, schaut's euch an. Zum besonderen Schutz der Athletinnen und Athleten gelten bei der Einkleidung natürlich die AHA-Regeln. Trimi macht's vor und ich mach's wie Trimi. Hi, darf ich kurz stören? Du bist Hanna, ne? Ja, auf jeden Fall darfst du stören. Und du zeigst auch mir den Truck und die Klamotten, ist das richtig? Das bekommen wir auf jeden Fall hin. Na dann los! Einmal zum Beispiel die Podiumpräsentation, die Eröffnungsfeier. Hinten geht es dann noch weiter mit den Freizeitkleidungen. Sag mal, ich habe einen Riesenwunsch. Darf ich mal was anprobieren? Auf jeden Fall. Gib mir was. Juhu! Das hier ist natürlich japanisch. Und Hanna, was bedeutet es? Das bedeutet natürlich Deutschland. Was auch sonst? Dieser Truck legt ungefähr 2500 Kilometer zurück auf seiner Tour durch Deutschland, um die Athletinnen und Athleten, die Betreuerinnen, Betreuer, Trainerinnen und Trainer einzukleiden. 750 rund an der Zahl. Das heißt, es ist ein ganz schön langer Weg, den dieser Truck hier zurücklegt. Was jetzt bei der Einkleidung? Hast du ein Lieblingsteil schon? Was gefällt dir an den Sachen? Wie gefallen sie dir? Also insgesamt finde ich die Kollektion super schön. Ich muss sagen, ich habe kein einzelnes Teil, das mir super gut gefällt, aber dieses Mintgrün ist einfach super. Also es ist irgendwie was Frisches, was Neues, nicht nur Schwarz-Rot-Gold. Bei mir ist Lukas Dauser von den Deutschen Tonern. Lukas, wie geht's dir? Danke, mir geht's super. Ich habe gerade das erste Mal die Klamotten in live gesehen, hatte schon mal auf den Bildern was gesehen und muss sagen, live gefällt es mir noch mal deutlich besser. Also ich bin super happy. Sehr gut, du hast doch schon den neuen Pulli an. Bist du zufrieden damit? Ja, auf jeden Fall. Also es sind echt richtig coole Stücke dabei. Mir gefallen richtig viele Sachen und ja, ich freue mich, die jetzt dann in Tokio auch tragen zu können. Jetzt darf ja nach Tokio niemand mitreisen. Also möchte ich dich fragen, welchen Menschen, der dich sportlich die letzten Jahre begleitet hat, deinen Weg mitbegleitet hat, wirst du am meisten vermissen in Tokio? Mein Vater, meine Mama, meine Schwester und auf jeden Fall meine Freundin. Sind Sie etwa auch zu Pferde heute zur Einkleidung gekommen? Nein, ich habe dann doch 2-3 PS mehr aufgelegt. Jetzt endlich Tokio, es findet statt. Wie heiß bist du? Lava, Frittenfett, Kern der Sonne, was entspricht am ehesten deiner Heißheit? Oh, das trifft alles zu, aber Kern der Sonne ist schon relativ heiß. Nee, also ich freue mich echt riesig drauf. Hast du schon ein bisschen Japanisch gelernt? Ja, konnichiwa. Sehr, sehr gut. Wie lange brauche ich, wie lange muss ich schwitzen, schau mich an, bis ich einen Marathon laufen kann, sag's mir. 2 Monate, 4 Monate, 2 Jahre? Ich denke, du brauchst ungefähr so ein halbes Jahr. Vielleicht noch mal die Brust raus und den Kopf hoch, weil man ein bisschen stolz sein muss, was man gerade geschafft hat. Kannst du doch mal vormachen? Liebe Fans, das war's von der Einkleidung in Köln. Euer Team Deutschland-Fanreporter sagt Tschüss und auf Wiedersehen. Wenn ihr eine Idee habt, was ich während der Spiele noch so alles vorhabe, dann schreibt's in die Kommentare.